Hab nur die Errungenschaft, Ola Ola. Hier wieder runter. Verdammt. Wieder runter. Komm ich hier rein. Ich bin sicher, ich gehe mal in meine alte Kneipe. Meine alte Spielunke. So. Also das Ding, das wirklich dir gehört hat. Ja, das, was wirklich mir gehört hat. Abgeschlossen. Was? Verdammt. Wie war denn der andere Weg dahin? Warte mal, wie war denn das? Hier runter? Dann musste ich. Oh, wo musste ich denn dann hin? Das noch wüsst. Ich da runter. Und ich hier rum? Ne, hier kann ich auch nicht. Komm irgendwie nicht in die alte Spelunke von mir. In den Weg gerade nicht. Nee. So komme ich nicht rum. So komme ich nicht hin. Normal müsstest du hinten zum Blue Casket und müsstest du mit dem Aufzug hoch. Ja, aber es gab ja noch einen zweiten Weg. Ach nee, der ging ja hier drüber. Wo ich ja auch nicht kann. Nicht da dran? Da geht's zum oberen Dock, aber im Moment liegt... Es ist verschlossen. Aber da geht's zum oberen Dock, aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Offenbar gar nicht. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Ups, Entschuldigung, Leute. Aus Versehen verklickt. Bin aus dem Bildschirm raus. Hier ist das. Nee, das bringt mir nichts. Komm ich denn da hin? Ich hab hier auch nichts. Warte mal, was war hier? Hier war das Pier. Da will ich immer noch nicht. Einzigster Ort, wo ich was machen kann, ist noch hier. Aber hier kann ich ja auch nichts machen. Ohne Publikum kann ich das nicht. Tja, ohne Publikum kann ich das nicht. Hier komme ich nicht rein, da komme ich nicht ran. Die Rennbahn komme ich nicht. Hoch komme ich nicht. Oh, warte mal, ich könnte ja die Tür. Abgeschlossen. Soll ich mit dem. Was ist das? Man sollte meinen, dass er nach 2 Jahren wenigstens die Rettungsboote der kleinen SS Lumbago befestigt hätte. Das ist Schiff. Nicht das da. Abgeschlossen. Ich kann das nicht daran auswählen. Was soll man denn da jetzt machen? Schlimme ist, ich komme auch irgendwie nicht zu dem Kerl vom Ding. Mit der Grabstätte. Also mit den Totengräber komme ich ja auch nicht hin. Ich komme ja hier oben nicht auf die Brücke. Und hier oben auf der Brücke war der Weg zu meinem Laden. Ne, da will ich nicht hin. Jetzt laufe ich doch nochmal zu den anderen. So, guck mal hier nochmal rein. Irgendwie verwenden. Es würde einfach verfliegen. Was hab ich denn noch? Ich hab die komische Flasche. Ich hab die Sensor. Ich hab den Zettel. Ich hab nix. Nichts wirklich Sinnvolles.
euch irgendwie? Nein. Nein? Wie nein? Nein. Den will ich den nicht. Nein. Den will er nicht nutzen. Ich damit? Ich auch nicht. Das wird auch nicht helfen. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Wolf? Ja? Ich bin gerade ratlos. Das muss man überlegen. Hast du beim Tätowierer hier, Toto? Ja. Hab ich das Frostschutzmittel geklaut? Genau, das hast du mitgenommen. Das hab ich. Das hab ich schon. Und ich war in der Blue Oyster Bar. Und hab mit der Dame geredet und die will jetzt auf einmal mit. Die Flasche hast du auch schon voll gemacht, ne? Ja, die Flasche. Dein Flaschenschiff. Nee. Ah, okay. Dann geh nochmal ins Blue Casket. Ja, das dachte ich mir gerade. Deswegen, er hatte ja gesagt, er hat nichts mit dem er etwas trinken kann. Deswegen, er will hier den Zombie haben. Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. So, jetzt habe ich den Zombie in der Flasche. Das hat ihm noch gefehlt, künstliches Meerwasser. Und jetzt? Gebe ich das erstmal wieder ein. Aber was will ich mit einem kleinen Minischiff in einer Flasche? Will ich das ihm geben? Nein, das nicht. Nein, das auch nicht. Was ist das da? Will ich das ihm geben? Was ist das? Das ist, Lumbago Limo. Probier mal. Ein wirklich schmackhafter kleiner Aperitif. Jawohl, Monsieur. Gar nicht so schlecht. Sag, wo du das her hast! Sofort! Aus Olivias Küche! Lumbago! Limo! Manny, hatten wir es nicht eilig? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Mein Magen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Oh, Glottis! Was ist das eigentlich für ein Glipper, den die immer in die Fleischdosen packen? Wirklich? Das war die Lösung, dass er alle vollkommt. Ja. Nette Show-Einlage, mein Freund. Du hast nicht zufällig ein Pfefferminz für mich, oder? Boah, 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 boah. Nein, habe ich nicht. Jetzt können wir zum Auto laufen, oder? Nee. Nein, jetzt muss ich das ganze Zeug noch einfrieren. Okay, ich verstehe. Hey, gute Idee. Ich wette, jetzt, wo sie kalt ist, kann ich sie bestimmt drin behalten. Lass mich zuerst rübergehen, okay? So. Den werden wir wohl bald in Knochensplitter umtaufen müssen. Hey, das ist nicht witzig! Kann ich das irgendwie
irgendwie abmachen? Nun, alles oder nichts. Okay. Hector hat anscheinend die ganze Stadt übernommen. Außer einer kleinen Gruppe gab es kaum Widerstand. Und wo die sich verstecken, weiß keiner. Wir wissen's. Ich hätte da eine Idee. Ich hoffe, sie tun Glottis nichts. Tja, man merkt, wie wenig Ahnung du hast. Ihr Anführer ist ein großartiger Mann, der... Manuel Calavera, so trifft man sich wieder. Ich sehe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Welch glücklicher Zufall, dass du gerade im Moment unseres größten Triumphes zurückkehrst. Unsere Armee hat an Macht gewonnen und wir haben Le Mans Waffenlabor infiltriert. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Falle! Es war eine Falle. Aus dem Weg. Es gibt nur eine Chance. Danke, Sir. Sie haben mich gerettet. Aber was noch wichtiger ist, Sie ermöglichen es mir, weiterhin unserer Sache zu dienen. Wie war das mit der Falle? Hector hat einen unserer Agenten enttarnt. Okay. Nein. Er hat ihn halbiert. Zipft er noch auf eine andere. Okay. Idiot, Bowsley. Dein neuer Assistent ist ein Spion. Hast du noch nie etwas von Einstellungsgesprächen gehört? Was? Keine Zeit für Erklärungen. Jetzt nehme ich die Dinge selber in die Hand. Nehme ich mit. Ich träume schon seit Jahren davon, zu euch zu gehören. Welche Nachrichten für mich? Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Den Dessous-Katalog, na sehr schön. Die Ex-Sekretärin meines Ex-Chefs, Eva. Musst du mir das denn immer wieder unter die Nase reiben? Memo an alle Agenten. Priorität dringend. In Anbetracht der letzten Verluste raten wir allen Agenten, bis auf weiteres schlecht beleuchtete Gassen zu meiden. Wow. Memo an alle Agenten. Priorität dringend. In Anbetracht der letzten Verluste raten wir allen Agenten, bis auf weiteres... Hey, Eva hat das Funkgerät ans Laufen bekommen. Psst. An alle Einsatzwagen. An alle Einsatzwagen. Manuel, alles in Ordnung? Ich teste nur die Ausrüstung, Sir. Salvador, vielleicht solltest du das Ding abschalten, damit wir ungestört reden können. Das, ob sie, also, ob sie reden will. Das ist der Teil des Soldaten, der nicht aufgestanden und auf einer Hand rausgehüpft ist. Das retten wir besser vor dem Sprießen. Okay, ich hab eine Hand von ihm. Was ich auch immer mit einer Hand will. Die haben echtes Hightech-Überwachungsequipment hier unten. Hector, dein neues Tulpenbouquet ist fast fertig. Jetzt hör mir ein für alle Mal zu, Bowsley. Du bist kein Florist, du stellst Waffen her! Aber ich... Okay. Diese Kamera zeigt nichts als Pflanzen. Scheint wohl noch einer von uns ins Gras gebissen zu haben. Außer Blumen nichts zu sehen. Wer ist denn dieser Irre? Dieser Irre ist Hector Le Mans persönlicher Waffenspezialist, Bowsley, auch genannt der Florist. Das war nämlich zu Lebzeiten sein Beruf. Aber hier ist er ein Experte für botanische Waffen. Das hat ihn innerlich etwas gespalten. Wieso macht er für Hector Kompostmunition und nicht für uns? Wir versuchen seit Jahren, ihn anzuwerben, doch sein Labor ist in Hectors Wolkenkratzer. Er ist für uns unerreichbar. Hm.
Ich wette, dass wenn ich diesen Gemüsefreak da rausbekomme, ich ihn dazu bringen könnte, mir eine Waffe zu bauen. Diese Kamera ist auch zersprossen. Das macht 3 Verluste für das ZVS in einer Nacht. Ich frage mich, ob das der kleine Manny ist. Komm her, kleiner Manny. Au, hey, muss die kleine Matsche sein. Die kleine Matsche, okay. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade erspossen hat. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade erspossen. Nichts weiter drin, außer dem Agentenfoto. Okay, ansonsten... Ich glaube, ich habe jetzt alles untersucht. Ich kann auch mit ihr reden. Nein? Ja, geht mit ihr. Okay, das ist der Plan. Ich benötige eine Verkleidung, um an Hector herankommen zu können. Und eine Waffe, damit wir, wenn ich da bin, eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Wenn du dich um diesen Teil kümmerst, finde ich heraus, wo er sich aufhält. Sein Casino liegt direkt über diesem Hauptquartier. Okay, wir treffen uns dort. Begibt sich freiwillig in Gefahr. Sie könnte uns äußerst dienlich dabei sein, diesem ganzen Übel ein Ende zu bereiten. Was mich betrifft, so ist sie der Ursprung allen Übels. Brauche ich eine Verkleidung. Aus dem Weg! Kann ich nicht mit ihm reden? Nein, ich kann nicht mit ihm reden, schade. Das ist der eine. Oh. Hallo da unten! Oh, schon gut, schlaf weiter. Was immer du auch bist. Hallo da unten! Okay. Was Bösartiges da unten? Okay. Nach links. Und da. Und nur nach links und nach da. Dann gucken wir erstmal die Leute an. Speichern. Also ich will, dann gucke ich mir doch erst nochmal das hier unten an, was da unten noch ist. Oh, ist das langsam. Auf schneller. Aber was ist in der Ecke? Okay. Auf schneller. Ich probier's mal so. Ist da unten jemand? Monster? Schon wieder? Kann mich jemand außer den Monstern hören? Mist! Was zum Kuckuck ist da unten? Schlafe, mein Kanalmonster. Die riesigen, furchteinflößenden Augen, mach zu. Okay, keine Ahnung, was da unten ist, aber es bereitet mir definitiv Probleme. Ja, also dann will ich da erstmal nicht hin. Dann gehen wir halt doch nach oben. Wolf, mal eine andere Frage. Ja. Wie viel Spiel ist denn noch übrig? Wie viel Spiel ist noch übrig? Das ist eine gute Frage. Nicht mehr so arg viel. Tatsächlich. Ja, weil die Sache ist, ich glaube nicht, dass wir das heute noch fertig kriegen, oder? Nee, ich glaube, heute wird es ein bisschen knapp. Ja, aber dann würde ich es nämlich sagen, dann hier habe ich gespeichert, dann hören wir hier auf. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir dann nur noch 15 Minuten oder 20 Minuten haben, weil ich jetzt noch so weit spiele und dann nichts mehr vom Spiel übrig bleibt. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, einfach nochmal sicherheitshalber speichere ich.
So, ja. Falls das bei dem Monster gucken irgendwas gebracht hat. Und ja. Damit sind wir für heute fertig. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig verwirrt. Weil irgendwie, glaube ich, habe ich da zwei Kerle verwechselt. Es war, sag doch. Ja, wir hatten doch jetzt den einen Kerl, den wir gehäckselt haben. Domino, dein Ex-Kollege. Domino, ja. Und dann hatten wir den Kerl, der mit dem Zug in die Hölle gefahren ist. Das war Nick, der Anwalt von das war der Anwalt. Ah, okay. Okay. Jetzt. Ich hab mir jetzt gedacht, so, hä, wieso ist denn da nochmal der Kerl? Nein, das war Nick. Ah, okay. Und, gut. Jetzt sind wir zurück, weil sie, die Dame, nicht rein kann in die Nachwelt, weil ihr das Ticket fehlt. Genau. Gut. Und vielen anderen halt auch. Ja, und die halt alle im Wartezimmer 2 wohl sitzen. Ja. Weil Hector ja die ganzen Tickets hat. Weil Hector die ganzen Tickets hat. Die aber wohl, die einen, die wir hatten, wohl alle gefälscht waren, weil die ja nicht mehr gezappelt sind und nicht leben. Genau. Ja, was ich auch nicht ganz verstehe. Der hat denen nicht die echten Tickets verkauft, sondern gefälscht. Eieieiei. Und die neue Stadt ist ein riesiges Glücksspiel. Ja, das ist ja die alte Stadt. Wir sind ja zurück in... Ja, aber die alte Stadt wurde ja jetzt neu übernommen und irgendwie von außen sah es aus wie Las Vegas. Ja. Und so sah die definitiv nicht aus, als wir weggefahren sind. Na gut. Viele Neuerungen. Die Armee, die Untergrundbewegung, die nur aus 2 Leuten besteht, hat mittlerweile eine ganze Armee. Auch nicht schlecht. Na gut, du musst aber bedenken, das ist 3 Jahre her, dass du sie zuletzt gesehen hast. Naja, aber ist halt trotzdem die Sache. Wenn so eine Untergrundbewegung sich nicht richtig bewegt, dann bewegt sich halt nichts. Verstehst du? Ja. Ist halt sehr bewegungslos. Gut. Aber weniger Bewegung, ich würde jetzt sagen, wir machen Schluss für heute. Dann könnt ihr noch alle schön in die Nacht rein, vielleicht noch was schlafen, vielleicht noch was gucken. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, mir hat es viel Spaß gemacht und so wie der Wolf sagt, ist ja nicht mehr viel übrig, also schließen wir das Ganze nächste Woche Dienstag ab und dann darf ich mir ja schon überlegen, was ich danach mache für den Mystery Stream. Ah, dann kann ich ja jetzt eine Woche lang grübeln. Gut, vielleicht habt ihr ja Vorschläge, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es doch einfach. Ausrufezeichen in den Discord hier bei Twitch oder schreibt es mal bei YouTube, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ich schaue mal es an. Und vielleicht ist es dann das nächste Spiel bei mir, das ihr sehen werdet. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Schauen. Sagt Rothundis Gaming Area. Ich war's, euer Rothundi.